Kein Respekt für Sie, ruft der Bürgermeister der polnischen Stadt Przemyśl dem ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini bei dessen Besuch an der polnisch-ukrainischen Grenze zu. Der Parteichef der rechtsextremen Lega hatte Wladimir Putin in der Vergangenheit immer wieder unterstützt. Mehrmals veröffentlichte er Fotos von sich, auf denen er ein T-Shirt mit Putins Konterfei trug. Ein solches T-Shirt hielt Buka nun bei der Pressekonferenz hoch. Der Bürgermeister sagte außerdem: Wir würden gerne mit Ihnen zur Grenze und zu einem Flüchtlingsaufnahmezentrum gehen, um zu sehen, was Ihr Freund Putin getan hat. Salvini versuchte, Bukan in seiner Ansprache zu unterbrechen und verwies darauf, dass er zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge an die Grenze gekommen sei. Aus der Menschenmenge rief jemand: Sie haben jetzt die Chance, Putin zu verurteilen. Ein anderer rief auf Italienisch: Clown, Kasper und geh nach Hause. Als italienischer Innenminister hatte Salvini eine flüchtlingsfeindliche Politik betrieben. Weil er in mehreren Fällen das Anlegen von Schiffen privater Seenotretter in italienischen Häfen unterbunden hatte, läuft gegen ihn ein Prozess.